Hey Leute und willkommen zurück zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein What's on my phone Video. Ich zeige euch heute einfach mal, was ich alles so für Apps auf meinem Handy drauf habe. Und das sind eigentlich relativ viele. Und genau, ich habe ja das iPhone 11 in Weiß und ich habe das zu Weihnachten bekommen. Und ich habe nicht das iPhone 11 Pro und auch nicht das Pro Max, sondern einfach das ganz normale. Und so sieht es aus. Ich bin wirklich mega, mega zufrieden mit dem Handy und ich kann es auch wirklich nur weiterempfehlen. Und ich zeige jetzt einfach heute mal meine ganzen Apps und so. Ich habe dann auch meinen Home-Bildschirm so ein bisschen schön gemacht, also halt auch mit diesen Widgets und halt mit diesen App-Icons, dass man die ja so ändern kann. Das habe ich halt alles gemacht. Und genau, ich blende euch das jetzt auch immer hier noch ein. Das hier ist jetzt mal mein Sperrbildschirm und ich habe da einfach ein Harry Potter Bild genommen. Das habe ich von Pinterest und ich finde das wirklich mega, mega schön. Also mir gefällt das persönlich echt richtig gut. Und ja, wir starten jetzt einfach mal direkt. Und zwar sieht jetzt meine erste Seite so aus. Ich habe halt da ein paar Widgets und da oben habe ich so ein größeres Widget. Das gefällt mir persönlich richtig gut. Also ich bin total happy mit dem. Ich kann euch dann gleich auch noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Und dann ist hier die zweite Seite. Da habe ich da oben auch nochmal ein Widget und zwar steht da noch ein Spruch drauf. Und zwar, es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen. Der ist auch von Dumbledore, also halt von Harry Potter. Da habe ich dann auch nochmal ein Widget und dann halt noch meine Apps. Und dann habe ich hier noch meine App-Mediathek. Genau, da muss ich eigentlich nicht ganz so viel dazu sagen. Erst einmal, bitte wundert euch nicht, warum jetzt bei Fotos ein Kamerasymbol ist und bei Kamera ein Galerie-Symbol, weil eigentlich ist das ja andersrum. Das habe ich nämlich aus Versehen auch vertauscht. Naja, auf jeden Fall auf Fotos, da gehe ich jetzt nicht. Das ist halt eben meine ganz normale Galerie. Da gehe ich aber jetzt nicht drauf, weil da sind dann noch so Insta-Fotos, die ich bald noch hochladen werde. Und dann kennt ihr die ja alle schon und das ist ja dann nicht so toll. Und dann habe ich halt noch Kamera. Genau, also halt ganz normal halt mit Fotos, Videos und alles. Und hier seht ihr. Hi. Und dann habe ich noch Uhr, denn ich weiß es nicht, ob ihr so oft Uhr benutzt, aber ich brauche wirklich Uhr. Also ich stelle mir immer einen Timer, wenn ich Schulaufgaben mache und halt einfach so stelle ich mir ganz oft einen Wecker. Und dann habe ich noch Safari, Harry Potter Spruch habe ich da zuletzt gegoogelt. Und dann habe ich da unten PixArt. Das ist wirklich eine mega gute App, mit der könnt ihr super Thumbnails bearbeiten oder Thumbnails, ich weiß nicht so wirklich. Also halt so für YouTube, damit mache ich das auch immer. Diese Sternchen habe ich jetzt dann neulich auch mitgemacht. Und zwar, wenn ihr jetzt da auf Plus geht und dann halt einfach irgendwie ein Foto auswählt. Nehmt einfach mal das da, das habe ich gestern draußen gemacht. Dann könnt ihr halt eben auf Aufkleber gehen. Und dann habe ich hier die schon mir gespeichert. Und zwar sind dann da diese Sternchen. Und die könnt ihr dann einfach so drüber legen und könnt die dann auch wegradieren, da oben mit dem Radiergummi. Wenn die euch jetzt nicht so wirklich gefallen an der Stelle, könnt ihr das dann halt alles so machen. Und wenn ihr die Sternchen haben wollt, dann müsst ihr einfach auf Aufkleber gehen und da oben dann Stars Ästhetik eingeben und dann kommen die da auch schon. Und genau, also die App finde ich wirklich mega gut. Und dann habe ich noch Fonto. Das ist auch so eine App, mit der man halt die Thumbnails bearbeiten kann. Also da kann man halt auch ein Foto hochladen, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es ja halt so ganz coole Schriften. Da kann man auch irgendwie einen Filter oder sowas drüber legen und kann dann halt einfach so irgendwas halt hinschreiben und kann es halt auch so vergrößern und sowas. Dann habe ich hier auch noch die App CapCut. Das ist so eine richtig gute Bearbeitungs-App, wo ihr einfach so Videos richtig gut bearbeiten könnt. Ich habe jetzt gerade mal eins genommen von gestern, wo ich Rollschuh gefahren bin. Und dann kann man da halt einfach so aus Slow-Mos reinmachen und man kann auch so Effekte drüber machen, was ich richtig, richtig cool finde. Vor allem diese Blinkfilter hier. Oh, das sieht man da jetzt so gar nicht. Aber zum Beispiel hier der da. Ich finde halt wirklich richtig schön, so da kann man richtig, sich richtig austoben so. Das gefällt mir mega gut. Man kann da auch Musik dahinter machen und alles. Nur leider gibt es dann Wasserzeichen, aber das kann man ja auch immer wieder wegschneiden. Und dann habe ich halt noch Pinterest. Bei Pinterest benutze ich zurzeit echt mega oft. Ja, hier seht ihr schon alles, was ich gerade in letzter Zeit so gesucht habe, halt mit diesen ganzen App-Icons. Wenn ihr die App-Icons dann auch haben wollt, dann einfach oben App-Icon eingeben und dann halt eure Farbe, rosa zum Beispiel. Und dann kommen da halt alle. Und wenn ihr eine bestimmte App haben wollt, dann einfach noch mit der App oben drüber.
Und dann hier unten sind meine wichtigsten Apps, die ich halt wirklich jeden Tag eigentlich brauche. WhatsApp, da gehe ich jetzt nicht rein, weil da sind ja meine ganzen Kontakte und alles drin. Dann halt noch Insta, da könnt ihr mir sehr gerne folgen. Ich heiße da linas.channel, ich glaube, das wisst ihr aber eigentlich, die meisten von euch. Und da ist ein mega schönes Foto von der Jette. Da schreibe ich sogar noch was dazu. Dann habe ich hier auch noch TikTok und ich glaube, TikTok kennt mittlerweile fast jeder. Mit den ganzen Videos und alles. Finde ich eigentlich immer so ganz witzig. Damit kann man halt auch einfach so sich die Langeweile vertreiben. Kann man einfach mal so ein bisschen durchgucken. Und ich habe dann auch noch YouTube und ja, was muss ich da dazu sagen? Videos gucken und alles. So, jetzt zeige ich euch noch was Besonderes, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich ja hier diese zwei Widgets, die ihr ja sehen könnt. Einmal hier mit diesem Strauch und einmal hier mit der Katze. Und ich kann hier den immer so verändern. Also ich kann da so den verändern, indem ich einfach so runterwisch oder hochwisch, besser gesagt. Und dann kommen die halt. Da habe ich dann einmal hier noch Quallen. Oh, und noch so eine Welle mit so Glitzer. Ich kann euch dann auch gleich noch zeigen, wie man das macht. Das finde ich persönlich richtig, richtig cool. Und auf der zweiten Seite habe ich auch nochmal so ein Widget, wo man halt auch einfach so ein bisschen rummachen kann. Also einmal hier Believe in yourself, habe ich so einen Spruch. Dennoch sei glücklich, nicht perfekt. Und there are so many beautiful reasons to be happy. Genau, das sind halt einfach so Sprüche, die man wirklich immer mal wieder hören kann, um einen so ein bisschen zu motivieren. Und da oben drüber, das habe ich euch ja schon gesagt, mit dieser App, wo man da halt die ganzen Widgets machen kann. Ich habe dann erstmal da oben noch iTunes Store, also halt mit Musik und alles, ja. Dann habe ich noch App Store mit den ganzen Apps und ja, ich bin tatsächlich echt nicht so ein Mensch, wo wirklich so oft spielt. Ich habe mir schon öfter mal Spiele runtergeladen, aber irgendwie tue ich das dann ein paar Mal spielen, aber irgendwann mal lässt es bei mir dann halt total nach. Also irgendwann mal spiele ich das dann auch gar nicht mehr. Und ich habe dann auch noch Notizen. Eigentlich mache ich mir so gut wie nie Notizen. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt da noch habe. Genau, ich habe noch null Notizen. Dann habe ich hier noch Wetter. Und Wetter, da gucke ich tatsächlich auch öfters mal rein, um halt so ein bisschen zu wissen, wie so das Wetter halt morgen wird. Und ja, es sollte eigentlich ganz sonnig werden, außer am Freitag. Da soll es regnen, toll. Naja, dann habe ich auch noch Telefon, wo ich ebenso nicht reingehe wie bei WhatsApp, da ihr dann meine ganzen Kontakte und so seht. Habe ich noch Kalender. Ich mache auch eigentlich so gut wie nie was in den Kalender rein. Ja, genau. Dann habe ich noch Einstellungen und alles. Und ja, mit meiner Bildschirmzeit sieht man da halt und sowas. Und dann habe ich eben einfach noch Nachrichten. Und genau, das war es jetzt eigentlich so. Ich habe dann einfach hier noch meine App-Mediathek, wo halt die ganzen Apps nochmal drauf sind. Und jetzt zeige ich euch mal noch schnell, wie ich einmal diese Widgets da oben gemacht habe und wie ich diese verschiedenen Widgets hier drin habe, wo man halt eben so rummachen kann. Erstmal mit diesen großen Widgets, dafür braucht ihr die App Color Widgets. Wo habe ich die denn? Da habe ich sie. Das ist so eine richtig coole App, wo man einfach so richtig schöne Sachen machen kann. Da ist jetzt hier was. Manche Sachen muss man aber auch irgendwie was zahlen, wenn man die haben möchte. Da ist dann immer so eine Krone noch. Und zwar muss man dann einfach halt auf das Widget draufgehen, wo man halt haben möchte. Und man kann es auch noch bearbeiten. Man kann halt sich dann eine Farbe irgendwie raussuchen und sowas. Also finde ich eigentlich so ganz cool. Man kann auch die Schrift da verändern und sowas. Das finde ich halt einfach echt cool. Und ja, da müsst ihr halt einfach so ein bisschen gucken, so was euch halt am besten gefällt. Ist ja auch immer so Geschmackssache, welche Farbe ihr dann halt nehmt und alles. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr diese mehrere Widgets machen könnt. Also dass ihr halt so rummacht mit dem so ein bisschen, also halt immer so runterscrollt und dann, dass dann halt immer so verschiedene kommen. Und zwar braucht ihr dazu zuerst einmal Widgetsmith und ja, dann macht ihr halt einfach ein neues Widget. Und ja, ich mache das einfach halt alles in schnell. Ich nehme jetzt einfach wieder das Foto von vorher, wo wir auch genommen haben bei PixArt und sowas. Genau, das heißt jetzt bei mir Small Hashtag 9. Und dann haltet ihr halt lange gedrückt. Geht dann da oben auf Plus. Widgetsmith. Dann so. Und dann halt sucht ihr das halt euch aus. Und dann sieht das so aus. Und dann könnt ihr das Widget halt nehmen und so drüber ziehen.
Und dann seid ihr fertig. Und dann könnt ihr halt auch so runterscrollen immer. So Leute, und das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst super gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und natürlich würde ich mich auch mega über ein Abo freuen. Und ich würde es auch schon sagen, tschüss!